Herr Schweiß? Ja? Wie soll ich sagen, ich befürchte, dass Sie bei einem Einsatz in dieser Eliteeinheit nicht mithalten können. Ihre sportlichen Leistungen sind nicht ausreichend. Deshalb werden Sie nicht befördert. Es tut mir leid. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dies ist ein ganz besonderer Tag für diese drei jungen Agentinnen und Agenten, denn sie werden mit der Ehrenmedaille unserer Behörde ausgezeichnet. Sie haben eine Menge für uns getan und geleistet und sich somit diese Auszeichnung verdient. Aber heute werden sie nicht nur ausgezeichnet, sondern sie werden auch in eines der ersten Elite-Teams des BND befördert, das die Sicherheit unseres Landes gewährleisten soll. Ich ernenne Sie bereits offiziell zum Special Agents des BND. Agenten tot. Schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Ich habe einen Auftrag für Sie. Worum geht es? Nächste Woche findet ein Staatstreffen zwischen Florian Wittmann und Lisa Stockner statt. Sie beraten über ein sehr wichtiges Projekt und da auf Herrn Wittmann öfter Anschläge geplant wurden, sollen Sie nun sein Personenschützer werden. Aber solche Aufträge dürfen doch nur von Spezialagenten durchgeführt werden. Was nicht passt, wird passend gemacht. Deshalb ernenne ich Sie zum Spezialagent.
Vielen Dank, dass Sie mir das zutrauen. Nun zum Einsatz. Das Treffen findet in einem abgeschotteten Raum nahe der Hildebrandstraße statt. Sie werden sich hier an diesem Punkt treffen. Danach gelangen Sie durch diese Tür hier in den Sicherheitsraum. Frau Stockner wird dort bereits auf Sie warten. Nach dem Treffen kehren Sie zurück zu Ihrem Treffpunkt und werden dort abgeholt. Soll ich mit meinem echten oder mit meinem Decknamen unterschreiben? Hier sind Ihre Einsatzdokumente. Ich werde mein Bestes geben. Versagen Sie nicht. Sie sind unser letztbester Mann. Agent One. Was wollen Sie von mir? Ich bin es, Herr Wittmann. Oh, Herr Wittmann, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten bis jetzt? Nein, alles ruhig. Dann lassen Sie uns losgehen. Auf dem Weg zur Chefin? Ja, leider. Aber es muss nicht so schlimm werden. Das kann jedem passieren. Viel Glück. Danke. Setzen Sie sich. Sie haben gerade den ganzen BND blamiert. Ist Ihnen das klar? Wären Sie nicht unser bester Mann, würde ich Sie sofort feuern. Halt, warten Sie. Sie sind gefeuert. Chefin, da ist gerade ein Video reingekommen. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe es an Sie weitergeleitet. Wir haben Herr Wittmann in unserer Gewalt. Wir fordern 2 Millionen Euro für seine Freilassung. Schicken Sie 2 Ihrer Männer um 19 Uhr an diese Koordinaten. Sie wissen, was passiert. Herr Wittmann ist also in der Hand dieser Gangster. 2 Millionen Erpressungsgeld. Agent One, Sie bekommen von mir eine letzte Chance, aber dieses Mal vermasseln Sie es nicht.
Vielen Dank, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ja, ja. Wenn ich es mir recht überlege, dann schicke ich Ihnen lieber einen neuen Auszubildenden als Gehilfen mit. Aber wie gesagt, vermasseln Sie es diesmal nicht. Alles klar. Emily, schicken Sie bitte eine Nachricht an unseren Auszubildenden Herrn Reichert. Er möge sich unverzüglich in mein Büro einfinden. Herr Reichert ist unterwegs. Sehr gut, dann können Sie jetzt gehen. Gekommen sind. Wir haben einen Auftrag für Sie und Agent One. Wir würden diesen Auftrag natürlich als Ihre praktische Prüfung ansehen. Ist mir recht. Gut. Also, meine Herren, Ihre Mission besteht darin, den gefangenen Politiker Herrn Wittmann mit einem Erpressungsgeld von 2 Millionen Euro freizukaufen. Sie müssen das Geld heute bis 19 Uhr den Gangstern abgeliefert haben. Sie wissen, was geschieht, wenn die Mission fehlschlägt. Hier Ihre Dokumente. Machen Sie sich so schnell wie möglich auf den Weg. Ach, Agent One, Sie können schon mal zum Ausrüstungszentrum vorgehen. Jo, mach ich. Herr Reichert, sorgen Sie dafür, dass die Mission gelingt. Sonst müsste ich Agent One feuern und wir können es uns nicht leisten, noch einen Mann zu verlieren. Ich werde mein Bestes geben. Sehr gut. Holen Sie das Lösegeld in der Abteilung nebenan ab. Und nehmen Sie es lieber gleich an sich, denn wir wissen ja, wie schusselig unser lieber Agent One sein kann. Ich, natürlich, wir werden Sie nicht enttäuschen. Ich zähle auf Sie. Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, dann können Sie jetzt gehen. Habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, wenn ich, wir diese Mission bestehen? Ich denke schon. Dann werde ich Sie auf keinen Fall enttäuschen. Ah, eine Heckler & Koch USP. Sehr präzise. Hat eine sehr gute Durchschlagskraft. Aber wie ich finde, ist sie purer Schrott. Ich würde eher die Beretta empfehlen. Wie Sie meinen. Soll ich helfen? Nein, danke. Ich komme mit meiner Ausrüstung sehr gut alleine zurück. Jeder von Ihnen hat 10 Schuss. Reichert, Sie fangen an. Ist auch gar nicht so schlecht. Sie als nächster Agent One. Reichert, passen Sie jetzt gut auf. So macht das ein Profi. Und Schuss! Sehen Sie, Reichert? Was habe ich gesagt? Sehr gut. Nun aber nicht einschlafen. Der nächste Schuss und Feuer! Dieses Mal treffen Sie. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Haben Sie das Lösegeld? Meine Liebe, machen Sie sich keine Sorgen um das Geld. Hier ist es.
Na, meine Liebe. Erst lassen wir Ihren Wittmann frei. Ich wusste, dass Sie mir zur Rettung eilen würden. Nicht so schnell. Wir haben Ihre Forderung erfüllt. Jetzt würden wir gerne das Lösegeld haben. Nehmt sie fest. So, meine Lieben, ich bin gespannt, wie verwest Ihre Körper sein werden, wenn man sie findet. Unterschreiben oder sie stirbt. Nicht lesen, unterschreiben. Und wenn sie dabei sind, können sie gleich die Abschusscodes für die Lenkflugraketen aufschreiben. Und jetzt mitkommen. Sie überhaupt irgendwas? Ich weiß nur, dass ich mal ganz dringend auf die Toilette muss. Und zu einem Überfluss steht mir auch noch irgendwas in meiner Hosentasche, in meinen Blasen. Ihr Taschenmesser. Was ist mit meinem Taschenmesser? Es sticht in Ihre Blase. Sehr gute Arbeit, Reichert, sehr gute Arbeit. Jetzt gibt es nur noch ein klitzekleines Problem. Und das wäre? Wie kriegen wir das Taschenmesser aus Ihrer Tasche? Gute Frage. Ich habe eine Idee. Aber es könnte ein bisschen wehtun. Das ist mir egal. Ich muss so dringend auf die Toilette. Da müssen Sie ein bisschen näher kommen hier. Ja, machen Sie schon. Nehmen Sie das Taschenmesser. Dann schneiden Sie die Fesseln durch. Nein, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Und jetzt meine. Sehr gut. Jetzt nicht sie weg hier. Zurück zum WG. Ich weiß es nicht. Reichert, schauen Sie mal nach, wo Emily ist. Ach. Emily ist auch verschwunden. Das ist aber gar nicht gut. Aber schau, was ich entdeckt habe. Das ist der GPS-Empfänger der Chefin. Der ist normalerweise nicht aktiviert. Dann muss was passiert sein. Lass uns lieber hinterher. Ja. Reichert, Sie haben vollkommen recht. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke. Wir müssen uns jetzt aber wirklich beeilen. Los, nun kommen Sie. Seien Sie jetzt vorsichtig und tun Sie nur das, was ich Ihnen sage. Verstanden.
dass hier die Raketen jetzt schon im Bundestag einschlagen. Ich wusste, dass man sich auf sie verlassen kann, Agent Warren. Und natürlich auf sie, Reichert. Versteck dich, da kommt wer. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ist alles in Ordnung? Nein, mir ist nicht alles in Ordnung. Oh, Verzeihung. Schnell, wir müssen uns beeilen. Unter dem Stuhl ist eine Bombe. Lassen Sie mich das machen. Wir müssen die Gangster aufhalten. Sie wollen mit Lenkflugraketen des BNWs den Bundestag zerstören. Was geht um meinen Abschlusscode? Mir blieb keine andere Wahl. Außerdem habe ich herausgefunden, wer Ihr Boss ist. Herr Wittmann. Was? Emily und ich bringen die Bombe ins Auto der Gangster und Sie halten die Raketen auf. Die Raketen gestartet. Ich versuche sie aufzuhalten. Was wollen Sie gehen? Okay. Badaboom! Was wollen Sie jetzt tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist für mich, die andere für Sie die richtige. Soll ich Ihnen vielleicht helfen? Wie wollen Sie mir schon helfen? So. Noch ist nicht alles verloren. Niemand. Das ist Agent One. Hiermit verleihe ich die Ehrenmedaille des BNDs an Herrn Reichert. Glückwunsch. Und an Agent One. Glückwunsch.